In diesem Video wollte ich mal eine Lanze für den Kabelanbieter Vodafone Kabel, ehemals Kabel Deutschland, brechen. Denn das ist einer der wenigen Anbieter, die auch die Geschwindigkeiten liefern, die sie bewerben. Und um das zu demonstrieren, bin ich mal auf der Seite Breitbandmessung. Ich habe einen 200 Mbit Anschluss. Ich wähle jetzt hier noch die Kundenzufriedenheit aus und klicke auf Test starten. Und dann startet die Breitbandmessung. Als erstes wird die Latenz gemessen. Das ist die Laufzeit der Pakete. Das spielt bei Live-Anwendungen wie zum Beispiel Telefonie oder Online-Spielen eine Rolle. Die sollte auf jeden Fall unter 50 liegen. Und hier wird gegen einen Server in Frankfurt gemessen. Und ja, die ist so bei 25, so wie es aussieht. Jetzt kommt die Download-Messung. Wie gesagt, ich habe einen 200 Mbit-Anschluss. Mal schauen, was die Breitbandmessung hergibt. Sollte 200 sein, bekomme die nämlich voll. Jawohl, tut sie auch. Upload habe ich laut meinem Vertrag 12 Mbit, sollte auch in dem Fall hier voll erreicht werden. Sieht auch gut aus. So, schauen wir doch mal hier das Testergebnis an. 202 Mbit up, down und 12 Mbit up und ja, 24 Millisekunden Latenz. Das kann sich doch sehen lassen. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ein Lob für Vodafone Kabel.